Gott, ich will einen MAC und Sephora Haul machen. Ich weiß gar nicht, ob ich die Geschenke da auch reintan habe. Ich sehe es jetzt von da gar nicht. Nein, das habe ich in einem anderen Video, glaube ich, gezeigt, oder? Ich bild meine, ich habe es in einem anderen Video gezeigt. Weil ich so selten Sephora herzeige, zeige ich das natürlich zuerst her. Meine Freundin Amy, das ist schon sehr, sehr lange her, war ja in New York, L.A. und Las Vegas, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Und sie hat mir ein paar Sachen mitgebracht, die ich ihr gesagt habe, dass sie mir die bitte mitbringen soll. Und die warten jetzt die ganze Zeit schon drauf, dass ich euch die zeige. Und ich habe mir gedacht, okay, dann nutze ich die Gelegenheit jetzt endlich und zeige euch die Sachen, damit ich sie auch bald benutzen kann. Also, ich habe mir als erster von Too Faced ein Pink Leopard mitbringen lassen. Wenn ich nicht vergesse, irgendwo da drin ist in die Rechnung, schreibe ich euch die Preise unten in die Infobox. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Es schaut auf jeden Fall so aus und ist wunderschön und hat ein Leopardendesign. Ich habe das mal auf Instagram gesehen und musste das haben. Ich habe eh Angst, das zu verwenden, weil ich Angst habe, dass dieses Muster weggeht. Aber ich finde das so, so schön und ich bin so, so happy darüber, dass ich das endlich mal herzeigen kann und endlich dann mal verwenden kann. Irgendwann mal. Dann hat sie mir noch einen von den Melted Matte Liquid Lipsticks mitgenommen. Diese Sachen sind schon so verstaubt. Suck It. Oh, schöner Name. So heißt er nämlich. Kann ich euch beweisen. Hier steht's. Die Farbe ist auch urschön. Ich glaube, sie hat die Farbe auch gar nicht erwischt, die ich haben wollte, wenn ich mir jetzt nicht irre. Deswegen hat sie mir trotzdem dann die mitgebracht und ich finde die so schön. Die ist relativ dunkel, aber ich finde die sowas von schön und ich freue mich, wenn ich die endlich benutzen kann. Dann habe ich sie noch gebeten, bei Bath & Body Works mir die Handdesinfektionsgele zu besorgen und ich bin so happy, dass sie mir da so viele mitgebracht hat. Sie hat mir einmal das Relax mitgebracht. Das sieht so aus. Das hat auch so Körnchen drin. Das erinnert mich an die von Essence. Dann habe ich einmal Vanilla Peppermint. Das sieht so aus. Dann habe ich Black Cherry Merlot, wenn man das so ausspricht. Hier. Ich bin so happy über die Sachen. Ich habe die natürlich bezahlt, deswegen sage ich auch Haul dazu. Sie hat mir jetzt die nicht nur so mitgebracht, die Sachen. Dann habe ich hier 1000 Wishes. Das gefällt mir vom Aussehen her irgendwie am besten. Ich weiß gar nicht mehr, wie es riecht. Boah. So sieht das aus. Dann habe ich noch Sorry I'm Latte. Und das finde ich auch geil. Das sieht so aus. Das finde ich eigentlich vom Duft, glaube ich, eher am besten. Es ist eigentlich schwer. Es ist wirklich schwer. Aber es riecht voll gut. Und ich glaube, die würde ich dann so in meiner Handtasche haben dann. Also die vom Primark würde ich für die Arbeit verwenden. Und die würde ich dann in meiner Handtasche tun. Ihr habt es ja gesehen in einem What's in my bag, wenn das jetzt schon online war. Ich weiß ja nicht, wie ich das hochlade. Aber ihr habt es dann, ihr werdet es oder habt es dann schon gesehen, dass ich eins vom Primark aktuell in meiner Handtasche habe. Das würde ich dann austauschen, wenn ich meins von der Arbeit leer habe. Kommen wir zum MAC. Es gab ja vor Monaten eine Nicki Minaj-Kollektion. Und ich hatte ganz, ganz viele Gutscheine und bin deswegen ein bisschen ausgeartet. Ich habe mir insgesamt 4 Stück gekauft und habe sie bis jetzt noch nicht einmal verwendet. Als allererstes habe ich den... Ich finde den Namen so komisch, aber... Den habe ich mir... Als erstes kann man nicht sagen, aber den zeige ich euch mal als erstes. Den finde ich so schön. Der erinnert mich an den Faux oder Fox oder so. Ich hoffe, die Kamera bringt das jetzt rüber, weil jetzt auf einmal die Sonne weg ist. Aber auf jeden Fall ist der sehr, 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 sehr schön und ich bin echt happy, dass ich mit dem gekauft habe. Ich habe ihn nur leider noch nicht benutzen können. Was sich hoffentlich bald ändern wird. Dann habe ich den Baby's Alright. Das ist der. Die Kollektion fand ich schon sehr schön. Deswegen bin ich froh, dass ich mir meine Gutscheine aufgehoben habe. Ich habe nämlich zu Weihnachten wieder einen Gutschein. Oh, den habe ich vergessen zu zeigen. Verflucht. Den habe ich vollkommen vergessen zu zeigen. Ach Gott. Jetzt fühle ich mich schlecht. Baby's Alright. Der sieht auch so. Die schauen sich eigentlich relativ ähnlich, die zwei, die ich mir gekauft habe. Aber who cares? Ich mag solche Farben. Das ist Baby's Alright. Und die habe ich mir bei einem Douglas, glaube ich, gekauft. Oder beim Westbahnhof, ich bin mir nicht sicher. Und die anderen beiden habe ich mir dann beim Douglas gekauft. Weil die mir doch nicht aus dem Kopf gegangen sind. Einmal den Easy Babe.
Der sieht so aus. Tut mir leid, wenn ihr die Sachen nicht mehr kriegt. Ich habe mir leider zu lange Zeit lassen für den Haul. Der sieht so aus. Ist eher dunkelbraun. Aber gefällt mir jetzt schon sehr, sehr gut. Da habe ich echt lange überlegen müssen, ob ich mir den nehme oder nicht. Weil ich habe jetzt aktuell einen braunen in der Handtasche, den ich jetzt nicht mehr so mag. Und dann The Right Note. Das ist der letzte. Reicht ja auch. Wenn man mal bedenkt, wie viel einer kostet, reicht das vollkommen. Aber ich habe ja viele Gutscheine gehabt. Ich habe von MAC noch einen Restgutschein gehabt und von Douglas noch einen Gutschein. Und der sieht so aus. Ich mag jetzt in letzter Zeit solche Farben voll gern. Auch den braunen, den ich jetzt zur Zeit trage, obwohl ich nicht finde, dass er mal steht, mag ich das irgendwie voll gerne. Ich weiß gar nicht, ob ich das in einem Video oben hatte. Ich glaube jetzt nicht, aber ist ja nicht so wichtig. Ja, ich weiß, das war ein relativ kurzer Haul. Die Sachen sind schon richtig verstaubt, weil das so lange braucht, bis ich dieses Video drehen konnte. Beziehungsweise ich noch nicht wusste, wann ich das Video genau drehe. Und weil jetzt Jahresende ist und ich das nicht bis nächstes Jahr rausschieben wollte, habe ich mir gedacht, ich drehe das Video jetzt. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr irgendwann einmal schon Bath & Body Works Sachen mal probiert habt. Das sind die ersten, die ich leider habe und ich bin eh traurig drüber. Aber ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr schon mal was davon benutzt habt oder gekauft habt oder ob ihr es online bestellt. Ich bin froh, dass meine Freundin mir welche mitgebracht hat. Ich bin wirklich froh darüber, weil ich bin echt, echt gespannt, wie die sind. Weil jeder schwärmt ja davon, auch von den Kerzen. Ich darf dort eh, glaube ich, nie hin, weil sonst würde ich mich, glaube ich, tot kaufen. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn es relativ kurz ist. Aber ich bin froh, dass ich das endlich hinter mir habe und die Sachen endlich irgendwann einmal verwenden kann. Weil ich will meine neuen MAC Lippies hier dann auch in meinem neuen Aufsteller herzeigen. Ja. Und ja, das war's jetzt in dem Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn es relativ kurz ist. Ihr könnt es mir ja mal gern schreiben, eben das mit Bath & Body Works oder ob ihr einen MAC Liebling habt. Ich glaube, da sind nicht so viele heraus bei mir, oder? Also beziehungsweise in der Community, die MAC mögen, oder? Ich mag es relativ gern. Sieht man eh. Ja, das war's jetzt, bevor ich noch Blödsinn daherlabere. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!